Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Betrayal at Condor. So, wir werden uns jetzt mal aufmachen zum Tempel von Dala. Das ist östlich von Tirsog. Da sind wir im ersten Kapitel schon mal hingegangen und direkt am Eingang waren fünf Gegner und das war viel zu viel für uns gewesen. Deswegen sind wir da wir direkt wieder abgehauen und sogar haben einen Rückzug gemacht, weil wir den Kampf nicht geschafft hätten. So, wieder Nachtrasten. Da gibt es auch eine Quest, die ich aktivieren kann, aber ich weiß nicht, ob ich die schon beenden kann. Ah ja, und den Witz von den Sumani hatte ich auch nachgeschaut. Der war noch nicht möglich, den konnte ich noch nicht lernen, also beigebracht kriegen, weil erst im dritten Kapitel muss ich nach Lamat, dann erzählt er mir den erst. Also diese Quest kann ich gar nicht in diesem Kapitel beenden. Mich bei allen Scharfsinn drin? Ja. So, und das war auch direkt der Kampf. Da wollen wir auf jeden Fall die Initiative haben. Ah, war nicht erwartet worden. Supi. Boah, ja, es waren sogar noch mehr als 5, es waren 6 gewesen. Und der war mir doch zu heftig, der Fight. Dann wollen wir noch mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Armbrust. Ja, Scharfsinn hat sich erhöht bei ihm. Also wenn das bei 100 ist, werde ich die Schuhe wegwerfen. Vielleicht auch schon früher, mal schauen. Das steigert sich ja später schwieriger. Auf jeden Fall, wenn es ein bisschen höher ist, weil mit den Schuhen habe ich ja 33% mehr drauf. Zaubern rein. Armbrust. Yeah! Kommt eine schöne Flammenhölle hier. Komm, ich kann die vielleicht one-shotten mal. Einfach mal aus Jux und Dollerei. Bam! Ja, fetter Mage, sage ich dazu mal. So, und du ziehst dich mal hierhin zurück. Oh, ich hoffe, er trifft ihn nicht. Ah, er kann ihn gar nicht sehen. Okay, das klappt nicht. So, und dann können die ein bisschen Fernkampf skillen. Sehr gut. Ah. Keine Schnitte gehabt. Wollen wir noch mal schauen, was die hier bei sich haben. Erstmal die Waffen nehmen. Halt. Kein Platz mehr.
Ja, und neben tut er da auch nichts, okay. Dann alles in ein separates rein. Wo ist die Nummer 6? Sieht das echt schlecht? Könnte das der sein? Der? Ah. Tja, Waffenkunde ist immer noch nicht hochgegangen. So muss man mit der Rüstungskunde. Also, das wurde auch Zeit. So. 85, 15 Level noch und 3 da. Scharfsinn aktivieren. Der hat das auf 90. Das ist echt krass. Ah, darum geht das auch nicht richtig hoch bei dem, glaube ich. Haben wir auch nicht zurückgelassen. Doch da. Ui, ein paar schicke Pfeilchen. Etwas zum Reparieren. Und eine gesunde Ration. Wir haben lange nichts Verdorbenes mehr entdeckt. 99. Gucken wir uns das mal an. Schmeißen wir die weg. Hier wohnt irgendjemand. Schauen wir uns erstmal eine Scheune um. Die Scheune roch nach Alkohol. Als sie die Sache untersuchten, entdeckten sie einen Mann, der auf der anderen Seite an der Wand lag. Neben ihm eine Flasche mit kirchianischem Bier. Hat sich wohl die Kante gegeben. Die Flasche war geöffnet und die Hälfte des Inhalts war anscheinend über den Boden der Scheune gelaufen, wo es von einem kleinen Haufen frischen Strohs aufgesogen worden war. Der Geruch war ziemlich stechend. Die andere Hälfte des Inhalts war offensichtlich über den Besitzer verteilt, der betrunken war und laut schnarchte. Kommt, sagte James, lasst ihn seinen Rausch ausschlafen. Ja, dann können wir ja sein Haus plündern so lange. Tja, leerer Raum.
Gehen wir über die Straße? Ja, wir gehen über die Straße, würde ich sagen. Da hinten ist was. Sieht aber nur nach einer Feuerstelle aus. Ein kleiner Stein rollte den Abhang hinab. Verwirrt durch diesen scheinbar zufälliges Ereignis sah Gorath auf und schaute dann wieder nach unten auf den Boden. Bei näherer Betrachtung erwies sich der Stein als ein stumpfer Messingknopf. Bevor er aufschreien konnte, wurden sie auch aus dem Hinterland überall fallen. Diese Mistkerle. Ich habe keine gesehen. Dafür muss Kundschaften, glaube ich, höher sein, damit das nicht passiert. Die Kundschaften sehe ich die früher. Und Sinnesschärfe ist. Ach, Armbrust kann er natürlich nicht. Blödsinn. Mist, da kann der schon nicht mehr zaubern. Das ist ganz schlecht. Ja komm, da werde ich wohl nicht drum rum können. Die sind alle zu weit vorne. Das war ein Hinterhalt, die werde ich wohl im Nahkampf fertig machen müssen. Machen wir Verteidigung, Nahkampf höher. Den da hinten erwischen. Jetzt liegen die alle auf derselben Stelle, ist natürlich auch blöd. James trifft mir mal wieder gar nichts. So, dann würde ich sagen, Fernkampf. Nahkampf kriegen wir so oder so hoch. Ah, den falschen Beweg, den wollte ich natürlich bewegen. Ja, allmählich treffen sie ganz gut. Brauchen nur noch bessere Pfeile, damit wir mehr Schaden machen. Und vielleicht bessere Armbrüste. Trefft schon. Victory! Sehr gut. Da hätte er uns mal besser nicht überfallen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Armbrust reparieren.
hat er denn überhaupt hier? Elbenbolzen. 9 plus 15 Genauigkeit. 7, aber nicht mehr so genau. Okay. Die machen fast gar nichts. Der Zorani-Bolzen war lang, das Werk eines bösartigen Kunsthandwerkers. Er war fast so lang wie der Unterarm eines Mannes und doppelt so schwer wie die üblichen mitkemianischen Ausführungen. Doppelte Widerhaken gingen von seiner mehrlagigen Spitze aus, die dafür vorgesehen waren, die Wunden eines Opfers zu verschlimmern. Sie verursachen heftige Bluten und schließlich den Tod. Nicht schlecht. 7. Ja, also diese Elben sind auf jeden Fall die besten, die ich momentan habe. Die anderen kann ich alle verballern. Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Und ja, so weit, so gut. Werden jetzt noch die restlichen Waffen reparieren von denen. Und hoffen, dass das Waffentalent etwas höher springt. Noch mehr Schleifsteine. Juhu, zwei Level noch. Oder korrekt, ne? Ja. 98, sehr gut. Noch ein Schleifstein. Den schon? Ich glaube, den hatte ich schon, ne? Ja, 99, den werde ich gehabt haben. Deine Schleifsteine kannst du haben. 8, 8. Soll ich bitte mit so viel Zeug? Prüll, alles Prüll. Ah, falsche Taste. Ach, egal, ich muss sowieso umändern auf Rüstungskunde. Und noch die Rüstung wie immer reparieren. Wie gesagt, wenn ich das erstmal auf 100 habe, ist das sowieso egal. Problematisch ist es in Leveln, wo ich den Koras nicht bei habe. Dann wiederum natürlich nicht so gut. Hatte ich schon. So, jetzt mal schauen. Ja, der hat massig Bolzen, die können alle weg. Den muss ich mir aufbewahren. Weil die sind ja schon gar nicht so schlecht. Oh, da ist der Tempel, von dem ich geredet habe. Wir warten aber, bis es wieder morgen ist. Der Graben war besetzt. Junker Philipp stand etwas entfernt von einer Gruppe von Büschen und starrte sie mit einem erröteten Gesicht an, während er den Sattelgurt seiner Hose wieder befestigte. Er entschied, dass seine Würde nicht durchaus wiederhergestellt werden konnte und steckte das Ende seines Hemdes in die Hose, während er sich Owen zuwandte. Sowas war auch. Nicht, dass ich mich nicht freue, euch zu sehen, Owen, aber ihr habt einen schlechten Zeitpunkt gewählt. Ich war gerade bei etwas, ja, zugange.
Entschuldigt bitte, ich habe euch nicht von hinten erkannt, und als wir sahen, wie ihr euch über dieses Loch bücktet, wurden wir misstrauisch. Wir hatten einige Probleme mit Räubern auf den Straßen. Ich selbst konnte ihnen nur mit knapper Not entkommen. Glücklicherweise haben sie nicht auf mich geachtet. Ich glaube kaum, dass mein Vater sehr erfreut darüber gewesen wäre, wenn ich als Geisel geendet hätte. Habt ihr die Truhe gefunden, die ihr gesucht habt? War etwas enttäuschend. Als ich den Deckel öffnete, konnte ich nichts darin finden. Ich hätte wissen müssen, dass jemand anderes vor mir dort sein würde. Hehe, das waren natürlich wir. Wahrscheinlich haben einige unserer Räuberfreunde sie geplündert. Hohe Burg. Sollten mein Onkel und ich nach Osten weiterziehen, so werden wir vielleicht in Hohe Burg Halt machen und uns die dortigen Sehenswürdigkeiten anschauen. Dort gibt es nicht viel zu sehen. Es ist eine typische Grenzstadt. Das einzig Interessante ist die Burg selbst. Ich habe gehört, dass Prinz Aruta nach dem Spaltkrieg einige ihrer neuen Befestigungsanlagen bezahlt hat. Aber ich war nicht sehr beeindruckt davon. Ich muss jedoch zugeben, dass sie dort eine gute Waffenkammer haben. Einige der schönsten Schwerter, die ich je sah, werden dort aufbewahrt. Das war's auch schon. Na dann, bis denne, weil den treffen wir noch öfters. Dann gehen wir mal hier in diesen Tempel von Dala rein. Weihrauch erfüllt die Luft. James schritt zwischen den Säulen des Tempels hindurch, auf die schwere Holztür zu, die gegen das Tageslicht versiegelt worden war und die dafür sorgte, dass stattfindende Zeremonien ungestört blieben. Er zog an der Quaste, die neben der Tür hing, und wartete auf eine Antwort des Torwächters. So, wir gucken uns auf jeden Fall dieses Mandala an, damit wir jetzt dahin teleportieren können. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Tempel. Es gibt zwar hier noch einen Tempel und da, aber die sind noch nicht aktiv. Und jetzt haben wir schon etwa die Hälfte, würde ich sagen. Es waren nicht so viele, 15 Stück oder so, oder vielleicht 12, 13, weiß nicht mehr. So, und dann gucken wir, was wir hier noch haben. James zog die Vorhänge zur Seite. Der hintere Teil des Tempels war ebenso beeindruckend wie die Meditationskammer. Ein großer Teich nahm die Mitte eines üppigen Innenhofes ein, der von allen Seiten her von einem Säulengang aus Alabaster umsäumt war. An dem Rebstöcke wuchsen. Abseits von diesem offenen Platz befanden sich einige Rundbögen, deren Eingänge entweder hinter schweren gewebten Vorhängen oder Weihrauchwolken verborgen lagen. In der Nähe ertönte ein Gong und sofort danach kam ein Priester aus einer Tür herausgeeilt und blieb stehen, als er die unerwarteten Bittsteller erblickte. Hallihallöchen. James wünschte, die Hohepriesterin zu sehen. Der Priester, der sie begleitete, rasselte wie ein großer Ritter. Ein Breitschwert hing an einem Gürtel, also wahrscheinlich so ein Ronda-Geweihter, von seinen Hüften, und sein Kopf war unter seiner Kapuze von einem Kettenhemd bedeckt. Sie begegneten anderen Priestern im Tempel, die ähnlich gekleidet waren. Der ganze religiöse Orden schien für eine große Schlacht gerüstet zu sein. Als sie schließlich einen kleinen Raum betraten, nickte der kräftige Priester in Richtung auf einen Papiertrichion, das am anderen Ende der Wand stand. Die Hohepriesterin Risa wird euch empfangen, nachdem sie sich um den Kranken gekümmert hat. Ich werde nach eurer Audienz zu euch zurückkehren. Ein leises Wimmern war von hinter der Leinwand zu hören, wurde jedoch von der Hohepriesterin schnell unterdrückt. Nach einem kurzen Augenblick erschien eine nur leicht bekleidete Person von hinter der Leinwand, eine Schüssel voll Haferschleim in ihren kleinen Händen. Hohepriesterin, erlaubte sich James. Die Frau lächelte, als sie James' überraschten Gesichtsausdruck sah. Lasst mich raten, ihr habt euch mich anders vorgestellt. Viele meiner Gläubigen glauben, dass ich Klauen und Augen aus Feuer habe und ein Schwert an meiner Hüfte trage. Sie trat an einen kleinen Tisch, setzte ihre Holzschüssel und den Holzlöffel ab und ergriff ein Handtuch, um Brühe von ihren Händen abzuwischen. Die Leute verstehen Dalas Rolle im Gleichgewicht der Dinge nicht richtig. Sie wacht sowohl über die, die sich in einer Schlacht befinden, als auch über schlafende Reisende. Sie kümmert sich außerdem um diejenigen in Not,
Im Moment würde ich einen Sack Getreide höher schätzen als alle Kampffähigkeiten in dieser Welt. James blinzelte. Wieso das, Hohepriesterin? Unsere Vorratslager sind fast leer, antwortete sie. Die Nahrungsmittel, die wir nicht an die Armen verteilt haben, sind uns von Dieben, die unseren Großmut ausgenutzt haben, gestohlen worden. Wenn wir nicht bald Getreide mahlen können, dann müssten wir selbst Kinder wegschicken, die sonst keine andere Nahrungsquelle haben. Wir wären vielleicht in der Lage, euch Rationen zu besorgen. Die Hohepriesterin schüttelte den Kopf. Rationen können nicht gelagert werden, nicht für lange. Wir brauchen einen Sack Getreide. Im Austausch dafür würde Dala euch vielleicht einen Wunsch gewähren. Ich kann jedoch den Gefallen der Göttin nicht vorgreifen, ohne sie vorher konsultiert zu haben. Ich würde noch länger mit euch sprechen, aber es gibt noch andere, die ich heute sehen muss. Ich verstehe, antwortete James. Danke, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. So. Da ist wieder eine weitere Quest, die wir bekommen haben. Wir brauchen einen Sack Getreide. Wollen wir mal schauen. Ah, da ist was. Owin kämpfte sich durch die dicken Äste des Unterholzes. Die kleinen farbigen Beeren wärmten seine Finger und sogleich erkannte er ihre Heilkräfte. Er rief den anderen zu: Helft mir, genug Beeren zu finden, um eines meiner Ersatzfläschchen zu füllen. Ja, Wahnsinn! Zwei Heilteilchen. Ja, supidupi. Aber besser als nichts. Ah, schon wieder ein Hinterhalt. Wo waren die denn, verdammt nochmal? Ich habe keinen gesehen. Wir haben das Kundschaften einfach zu niedrig. So, James hat eine gute Position, um in den Fernkampf zu gehen. Rüstungskunde hatte der drin. Ach du Jemini. Verteidigung, Nahkampf. Los geht's. Auf sie. Nimm das, Ungeheuer. Bäm. So, erstmal darüber. Murks. Tja, dann wird das wohl ein Nahkampffight. Verteidigung an. Er wird natürlich fliehen. Aber volle Attacke! Ah, nix wie weg hier! So, der dürfte jetzt fallen. Sehr gut. Helfe ich erstmal hier hinten dem James, weil der nicht so gut in der Verteidigung ist. So, hat er nur noch einen Gegner, das ist ja schon mal gut. Ach Mensch, dreimal hintereinander hast du jetzt nicht getroffen. Du Vollnoob. Grrr, Grummel Grimm. Ja, den spiele ich aber auch nicht mehr so lange, aber er muss trotzdem jetzt was höher gebracht werden im zweiten Kapitel, damit der später, wenn ich ihn wieder habe, was drauf hat. Das ist ja ziemlich nutzlos. So, du gehst jetzt bitte erstmal hier in Position und machst schönen Fernkampf. Ah, da flieht einer. Schieß ihn in den Rücken, Goras. Kein Problem. Den kriegen wir. Nehmt das. Ah, Murks. Komm, James, tu was. Also.
zauberst eine schöne Einladung. Kann direkt mal zurückkommen. Ich bin schon wieder bei 30 Minuten. Die Zeit verfliegt nur so bei dem Spiel. Komm, Nahkampfattacke, weg ist er. Ah, trifft er gar nicht. Noob. Supi. So, alle auf dem Feld. Das ist das verfluchte Feld. Sehr gut. Ding, die Armbrustfähigkeiten haben sich verbessert. Sowas will ich hören. Sehr gut. Falsche Taste. Das ist gleich geblieben, außer das. Da kann man noch mal ein bisschen reparieren. Oh, vergiftet. Nicht mit mir. Juhu, juhu, 14 Level noch. Den schon. Ja, den hatte ich gerade. So, bevor hier jetzt noch ein Hinterhalt kommt, würde ich sagen, obwohl es ist Vollrasten. Genau. Und dann legen wir hier einen weiteren Speicherstand an. Let's Play 46. Bis zum nächsten Mal, euer Jojin.